Rapid Wien hat einen neuen Trainer und es ist kein geringerer als Ex-Profi Ferdinand Feldhofer. Der österreichische Rekordmeister hat also gestern Abend seinen neuen Trainer eingestellt. Ferdinand Feldhofer wird jetzt von Interimstrainer Steffen Hofmann übernehmen und Rapid in eine neue Ära führen, in die Ära Feldhofer und natürlich einige neue Ideen mitbringen. Wer Ferdinand Feldhofer ist und was er bei Rapid alles schaffen kann, das besprechen wir jetzt in diesem Video. Und falls dir meine Videos gefallen, kannst du gerne eine Bewertung da lassen, auch gerne den Kanal abonnieren, wenn du willst und auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr von Ferdinand Feldhofer bei Rapid Wien hält. Bei Rapid ging es ja die Wochen ziemlich rund, nachdem sie ja bekannt gegeben haben, dass sie Ex-Vereinslegende Didi Küber nach recht erfolgreichen Jahren dann entlassen haben, nachdem der Verein dann doch in einer Krise war und nur in der Bundesliga am Ende der Nahrungskette gewesen ist. Dann hat man sich dazu entschieden, die auch ehemalige Vereinsikone Steffen Hofmann als Interimstrainer zu ernennen, der bisher einen recht soliden Job gemacht hat, würde ich sagen, also nichts Außergewöhnliches, aber Rapid ist zumindest jetzt wieder im Mittelfeld der Tabelle anzusiedeln und jetzt hat Rapid offiziell auf deren Vereinswebsite bekannt gegeben, dass Ferdinand Feldhofer diesen Job übernehmen wird. Also wer ist nun Ferdinand Feldhofer? Für die meisten, die sich mit der österreichischen Bundesliga befassen, ist Ferdinand Feldhofer natürlich ein Begriff, denn er ist ein ehemaliger Fußballspieler, Innenverteidiger, der bei Rapid früher gespielt hat auch und 2005 den Meistertitel auch gewinnen konnte mit Rapid, außerdem auch die Champions League Qualifikation meistern konnte. Also mit Rapid hat er sehr viele Erfolge auch gefeiert. Aber auch als Trainer hat er sich mittlerweile schon einen gewissen Namen gemacht, natürlich nur in Österreich, nicht international. Er war bei Lafnitz Trainer, wo er relativ erfolgreich auch gewesen ist. Beim WRC hat er auch nicht wirklich schlechte Arbeit geleistet, aber ist dann etwas unrühmlich gegangen, nachdem es ein Zerwürfnis gab mit Kapitän Michael Lindl und hat jetzt eine längere Pause hinter sich und hat jetzt sich dazu entschieden, dort bei Rapid jetzt einzusteigen, weil es auch seiner Meinung nach auch die passende Gelegenheit für ihn war, einerseits weil er Ex-Spieler war, andererseits weil auch die Philosophie des Vereins mit seiner übereinstimmt. Mit Ferdinand Feldhofer holt sich Rapid einen noch sehr jungen Coach, er ist erst Anfang 40 und jemand, der natürlich eher am Anfang seiner Trainerkarriere noch ist. Das war natürlich bei Didi Kübor jemand eher, der etwas älter schon war, eher mehr einen konservativen Spielstil gepflegt hat, ein wenig anderes Spielstil, das heutzutage eher moderner ist. Das ist ja auch die Kritik, die meistens Rapid bekommt, dass sie nicht sehr schönen Fußball spielen, sondern meistens sehr ergebnisorientiert und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Fußball überhaupt nicht schön anzuschauen, meistens durch den Kampf dann noch irgendwie belohnt und jetzt haben wir mit Ferdinand Feldhofer einen Trainer geholt, der vielleicht in Zukunft ja etwas mehr modernere Mechanismen in den Spielstil von Rapid bekommt und deswegen war sicherlich auch Ferdinand Feldhofer eine Entscheidung, die richtig war für die Rapid-Bosse. Aber wie immer gibt es natürlich auch ein Risiko, ein Kritikpunkt ist außerdem, dass Ferdinand Feldhofer wieder ein Ex-Spieler ist und dass er jetzt keine außenstehende Person ist, die dem Verein vielleicht anderweitig helfen kann. Das ist ja auch eine Kritik, die öfter an den Verein angebracht wird, dass sie immer wieder Ex-Spieler holen, wie einen Kübauer jetzt oder jetzt halt auch einen Ferdinand Feldhofer, weil es einfach eine sehr einfache Entscheidung ist. Ich finde, man muss da einfach abwarten, weil Ferdinand Feldhofer ist noch ein junger Trainer, hat vielleicht auch Ambitionen und es könnte auch gut funktionieren, dass Rapid und Feldhofer am Ende dann noch sehr erfolgreich werden können. Was ist eure Meinung zur neuen Einstellung von Rapid Wien? Glaubt ihr, dass Ferdinand Feldhofer die Probleme bei Rapid momentan finden kann und dass er sie auch lösen kann vor allem? Und glaubt ihr, dass er auch ein langfristiger Trainer ist, der dem Verein noch weiterhelfen kann, wieder zumindest in die Top 2, Top 3 Mannschaften in Österreich zu kommen? Und momentan gibt es einfach bessere Mannschaften, die einfach besseren Fußball spielen, da muss man auch sehr ehrlich sein für Rapid und Ferdinand Feldhofer soll zumindest mal in dieser Saison dafür sorgen, dass Rapid wieder in die obere Tabellenhälfte kommt. Schreibt eure gut durchdachten Meinungen gerne in die Kommentare rein, ich diskutiere wie immer gerne mit, auch gerne das Video bewerten, wenn es euch gefallen hat, den Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr länger auf dem Kanal bleiben möchtet und mehr Fußball-Content sehen wollt, würde mich sehr freuen und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis bald und ciao!